Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2. Wir sind hier wahrscheinlich ziemlich am Ende von Akt 2, denn Vergen wird angegriffen. Wenn wir nicht sogar schon in Akt 3 sind. Nein, das ist noch der zweite. Sonst wäre ja bestimmt so eine Meldung gekommen. Ja. Sie sind es jetzt in Akt wappne 3. Euch Kühnheit. Erbarmen sei euch fremd. Die Götter sind mit euch. Was immer ihr tut, es ist euch vergeben. Auf in den Kampf! Ha, Freifahrtschein. Ja. Können machen, was wir wollen. Ach, guck, wie sich hier jeder vorbereitet. Er baut Barrikaden. Der andere hat da oben eine Tür vernagelt. Die reparieren hier. Oh. Diese Bande von Versagern ist ein Scheißhaufen, keine Armee. Wenn das mit so weitergeht, kommt keiner mehr zurück Schild. Aus diesem Krieg. Aber glänzende Rüstung, das ist ja diese Bande von top Versagern ausgerüstet hier, schön mit Gold alles. Es wird heiß, ich sag's euch. Wir interessant, für wahr. Ich dachte, wir können das Tor Hensels zumachen. Hunde sind jeden Moment hier. Das würde ich auch erstmal machen, ne? Wenn man so belagert wird, ist das nicht schlecht. Na, das war ja nur das innere Tor. Ja, da steht immerhin mal was drin. Ja. Satan, kümmere dich um die Verteidigung des Haupttores. Ich sorge für die Mauern. Ich werde eine Verteidigung vorbereiten, dass Hänsel der Pimmel abfällt. So, in dem ersten Durchspielen, da warst du quasi auf der anderen Seite. Ja. Interessant. Auf die Mauern, Jungs! Die Kettwiner kommen! Wir wollen sie wie gute Nachbarn begrüßen. Wen nennt ihr denn hier eigentlich getötet, dass er jetzt der Anführer ist? Niemanden. Hat einfach Erfahrung. Oder ruckeln sie aber schön die Treppe hoch. Sultan, ich sehe, du bist ein General von Kopf bis Fuß. Warum kein Marschall, verdammt? Saskia hat darauf bestanden. Entweder Japen oder ich. Wir haben gelost und mich hat's erwischt. Gut, dass du auf bist. Hänselt wird gleich hier sein. Was denn, so enttäuscht wäre der, wenn er mich nicht vorfände? Er würde sofort zusammenbrechen. Bisher habe ich ja keine Elfen gesehen. Das stimmt. Die sollten eigentlich hier irgendwo vorne stehen, damit sie den Feind schön mit Pfeilen bearbeiten können. Ist für den Empfang der Gäste alles vorbereitet? Selbstverständlich. Wir erweisen ihnen alle Ehre, die Furunkeln am Arsch gebührt. Königlich werden wir sie empfangen. Die Zwerge brennen schon auf den Kampf. Kümmer du dich nur um deinen Teil. Ihre Köpfe werden fliegen wie Pferdebremsen. Sie kommen! Haben die sich vermehrt oder wie? Zeit, ihnen kochendes Öl zu servieren. An den Kesselwänden sind Ventile. Die müssen wir öffnen. Ich nehme das linke, du das rechte. Guck mal an, wir hatten ja sogar gemutmaßt, dass man gut von da oben so Öl. Ja. Irgendwas ruckelt hier. Gut, wir stehen hier. Was? Nein! Kommt denn der Feind hier hoch? Ach du Großgütiger. Und wieso sind wir tot? Wie stark die sind. Was, ja, Belagerung ist damit vorbei. Wir befinden uns jetzt im offenen Kampf. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir auf die rechte Seite müssen. Oder ob wir einfach nur das rechte Ventil. Ja, scheint so, dass wir auf die rechte Seite müssen. Warum haben wir unsere Waffen nicht mehr angelegt? Das ist natürlich... Aber sonst ist alles da, ne? Ja, wir haben auch dieses Stahlschwert hier gefunden. 30 bis 40 Schaden. Das würde ich glatt anziehen. Oder wie viel macht das andere? Ey, das andere macht 32 bis 36, hat aber noch Vergiftungen und Bluten.
und unsere Runen drauf. Dann würde ich das anziehen. Oh, jetzt läuft es ja ein bisschen stabiler. Ja, war wohl eben so ein bisschen. Ja, das sind die Sachen, die man hinnehmen muss, wenn man nebenbei noch aufnimmt. Ja, wobei es ja jetzt hier läuft. Wir haben bestimmt eben so einen Schadcode, der dafür gesorgt hat, dass die Schwerter verschwinden. Also, sie scheinen auch nicht so versessen zu sein, hier irgendwie nicht töten zu wollen. Wenn sie nicht mit dem Öl erwischen, überrennen sie uns, diese ketwennischen Ärsche! Wie sind irgendwie die hier einfach auf die Mauern gekommen? Vielleicht mit einer Leiter. Hm. Warum haben wir das Öl nicht von vorher benutzt? Wenn sie nicht mit dem Öl erwischen, überrennen sie uns, diese ketwennischen Ärsche! Glücklicherweise sind wir jetzt auch nicht gewandelt. Ja, warum war denn das kurz? Vielleicht hatte der auch so ein Schwert mit Instant-Tötung. Komm schon! So lange ich bin bald. Oh nein, nach solchen Aktionen müssen wir ganz erschöpft vom Punkt fliegen. Müssen sie jedenfalls nicht. Damit man beim Kämpfen nicht friert. Die Schützen sind ja auch. Das ist auch ein Hilfe. Der Quest sagt aber, du sollst zum Sultan gehen. Ja, stimmt, dass wir einfach die wirkliche Lage haben. Helfen wir den kleinen Kameraden. Ja, geh lieber weg. Oh nein, Zoltan hängt fest. Schnell, Zoltan. Das wär's ja. Wie, wo ist denn unsere Zauberin eigentlich? In ihrer Stube. Tor schließen! Zu Befehl! Nicht herumfurzen! Sofort auf die Mauern! Jawohl, großer Anführer! Formation halten! Zeigt ihnen, wie die Soldaten von Edirne kämpfen! Oh nein, Geralt ist von der Mauer gefallen! Magieresistente Mauern zu sein. Schwingt die Äxte! Ach, guck mal an. Ja. Ich sollte Saskia auch kennen. Ja, hier ist noch ganz erschöpft von ihrer Krankheit. Der fliegt gar nicht mit. Guck mal, du sollst da, glaube ich. Nee, du sollst verteidigen. Hui! Hui! Ist natürlich auch alles, die Mauer so zu bauen ohne so eine Zinnen, ne?
Oder wie der Fachmann sagt, Brustwehr. Du meinst, wie Leute das sagen, die das auf Wikipedia gelesen haben? Beim Fachmann halt. Naja, eine Wikipedia-Bildung ist die beste Bildung. Gestern habe ich was über den Stargaze-Pie gesehen. Das ist eine Pastete mit ganzen Fischen drin. Ja, da hat gerade sogar jemand versucht, das Messer durch den Hals zu haben. Ja, das war der. Ne, das war gar nicht der fliegende Move. Ja, ja. So. Das war auch ein Vortritt. Ja, cool. Ach, die sind sogar mehrere. Hui! Ja, ich vermisse immer noch die Elfen. Ja. Deren 200 Bogenschützen würden ja schon helfen. Mit denen hätte man das schon locker in der Tasche hier. Geschickt hier unterspielen. Diese Würde-Attacken, richtig schlimm. Hat er bei diesen Kampfkreisen gelernt. Beyblade heißen die, ne? Ah, cool. Ja, die machen aber Spaß. Keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich kenne nur den Namen, weiß, dass es Kampfkreise sind, was eigentlich ganz cool ist. Naja. Dazu auch ein Anime? Ich denke nicht. Ist nicht wie Yu-Gi-Oh! Pokémon ist das beste, Mann. Wie man halt Pokémon nicht mögen kann. Das sind kleine Monster, die man in Bällen gefangen hält und die sich auf den Po duellieren. Ja, grausam. Da kommen wir nicht durch. Sind die eigentlich alle gestorben, die runtergefallen sind? Und was bedeutet dieses Zeichen? Warum sehe ich das jetzt zum ersten Mal? Weil das vorher nicht nötig war. Und wir haben es schon bei den Geistern ganz am Anfang in Akt 1 in den Wald verwendet. Geister? Erscheinung, diese neuen, wo die Hexe dieses Amulett repariert hat. Ach richtig, ja. Wir haben diese Kakerlaken abgewehrt. So schnell geben die nicht auf. Sollen sie nur herkommen, wenn sie so beknackt sind oder noch ein bisschen Öl brauchen? Der nächste Sturm! Bereit machen! Die Musik ist aber auch einpeitschend hier. Ja, man sollte einfach mal ein Spiel machen, wo mit 40 Stunden Spielzeit, wo man nur so eine Belagerung durchspielt. Und das meinst du, wäre spannend? Ja, also ich glaube schon. Weiß ja nicht. Schwing die Äxte! Wir können auch noch leveln. Aber erstmal mal eine Pause. Haben nur ein Talent, das ist natürlich nicht so viel. Also wir haben das hier gemacht, mehr Resistenzen, mehr Schaden und mehr Adrenalin. Ja, sofortige Tötung sehe ich schon, ist nicht deins. Ja.
Hui! Hui! Du bist ja nur schuld, wenn du mir das A-Zeichen machst. Ja, das A, sorry. Mein A. Quasi wie ARD am Stück ausgesprochen. Setting. Hui! Hui! Denkst du auch an die Leute, die dann da runterfallen? Nein. Das ist mit Abstand kampflastigste Folge. Ja, wer hätte das erwartet? Wollte ich doch belagern. Ja, meistens belagert man ja erstmal und wartet ab, was so passiert. Ja, das haben sie ja gemacht. Schon die ganze Zeit. Ja, gezwungenermaßen durch den Nebel. Sind ja auch übermächtig. Sie wie in Teil 1, wo dann quasi keiner mehr irgendwas zu melden hatte. Ja, nach dem Übung geht das doch. Schade. Was? Ich dachte, wenn man hier noch auf der Treppe steht, geht das als Mauer. Wenn man dann dieses A-Zeichen macht, dass sie dann auch wegfliegen, dann würden die einfach nur zu groß und dann wieder sofort die töten. Das sind natürlich da oben einsetzen, die viele sind. Der ganze eine. Ja. Ja, diese Armbrustschützen sind enttäuschend schlecht. Hui! Mann, haben überlebt. Tja, das war kein Zuckerschlecken, aber das Bild der gebratenen Söldner war ein schöner Lohn für die Mühen. Die kommen zurück. Nur Zwergenbauern sind störrischer. Und haben dickere Eier. Hexer, ich brauche deine Hilfe. Das höre ich in letzter Zeit dauernd. Du bist eben unersetzlich. Unter der Stadt verlaufen Stollen, die zu den Gruben der Zwerge führen. Wer weiß davon? Kaum jemand, aber ich habe trotzdem beschlossen, sie zu sichern und eine Abteilung Kundschaft dahin geschickt. Leider ist von denen bisher keiner zurückgekehrt. Sehr umsichtig, das auch trotzdem mal zu sichern. Wenn Hänsel den Durchgang gefunden hat, sitzen wir in der Patsche. Das ist scheißverdammt ziemlich zahm formuliert. Wenn sie von zwei Seiten angreifen, können wir die Festung nicht halten. Der Zeitpunkt ist günstig. Hänsels Leute lecken ihre Wunden wie geprügelte Hunde. Sie brauchen mindestens eine Stunde, um die Truppen umzugruppieren und sich für einen neuen Angriff zu formieren. Beeilen wir uns, ich komme mit dir. Ich glaube, wir lassen sie hier. Wir können sie gar nicht mitnehmen. Dann nehmen wir das hier, dann fühlt sie sich geschmeichelt. Du bist sexistisch. Frauen können nicht kämpfen. Ich will lieber Soldaten mitnehmen. Nein,
Aber wir sagen ja hierdurch, dass sie... Sie ist hier wichtiger. Ja, ja. Ja, dann mach das. Du solltest nicht dorthin gehen. Es ist zu gefährlich. Ja, mir versaut's wieder. Ich hab dich für klüger gehalten. Seit wann meide ich denn Gefahren? Die Verteidigung ist gut vorbereitet. Alle wissen, was sie zu tun haben. Außerdem sind wir rechtzeitig zurück. Mir wäre es lieber, wenn du mir eine fähige Abteilung mitgeben würdest. Ich gruppiere unsere Reihen jetzt nicht um. Die Aufstellung hat sich bewährt. Wenn sie nicht aus der Grube angreifen, müssten wir standhalten können. Du hast das Kommando. Geh voran. Du überraschst mich immer wieder. Ich dachte, Hexer hätten mit Politik nichts am Hut. Ja. Politik interessiert mich tatsächlich nicht. Und dennoch stehst du auf unserer Seite? Das ist alles. Ich stehe auf Soltans und Japans Seite. Offenbar hat man was, wenn sie sich der Ketvanischen Standarte unterstellt hätten? Kein Zwerg würde je für Hänselt kämpfen. So, gehen wir in der nächsten Folge weiter. Schön in den Gängen. Über die Gänge bist du doch bestimmt beim ersten Spieldurchgang reingekommen. Kann sein. Wir haben's hier prima. Auf jeden Fall gucken wir uns die in der nächsten Folge mal an. Bis dann.